Uiuiuiuiui. Und mit diesem Clip leiten wir direkt Top 5 ein und jetzt seht ihr erstmal das Intro. Bis gleich. Let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome and my thoughts keep telling me to get me home. Auf Platz Nummer 5 haben wir heute den Werten Vibes Manic und zwar mit einem Triple Collateral hier auf der Map Raid mit der DSF50 in, keine Ahnung, ich weiß nicht was für Modus ist, ich glaube den Deathmatch. Und ja, hier seht ihr, holt ja wie gesagt drei Leute hintereinander und jo. Platz Nummer 4 ist heute von dem lieben Vibesix Gravity aka Kevin. Und zwar hier in Frei für alle mit der Elsat einen fetten Mega-Abschuss rausgehauen. Fand ich auf jeden Fall echt nice und ja, ist auf jeden Fall gut zum Angucken. Wie der Sniper einfach nicht getroffen hat. Platz Nummer 3 sollte vom lieben Vibesix Energy und zwar hier in Team Deathmatch auf Nuketown mit der MSMC. Und zwar da zwei Leute mit C4, holt da ein, gibt den Zeitdown und da nochmal einen Turn-On mit der MSMC. Und ja, echt geiler Clip. Platz Nummer 2 ist heute von mir und zwar ist das so gesehen der perfekte Start in Team Deathmatch Herrschaft, was man auch immer will. Auf jeden Fall war das hier gegebenenfalls in Team Deathmatch. Und zwar werdet ihr gleich sehen, warum ich da sage, das ist einfach der perfekte Start. Besser kann man es nun mal nicht machen, denn ich habe hier die ersten 7 oder 8 Kills alle alleine gemacht und zwar in, keine Ahnung, 20 Sekunden oder so, weiß ich gerade nicht genau. Und ja, also ich fand es ganz lustig, war jetzt kein Mega-Abschuss oder so, aber ich fand es halt vom Aim und Movement her, na gut, Movement war jetzt nicht so krass dabei, aber vom Aim her fand ich es dann doch schon ganz gut und ja. Platz Nummer 1 ist heute vom Werten iLucky und zwar ist das ein 8-Mann-Feed mit der Ballista. Und ja, da fällt er erstmal um. Legt hier seinen Taktikeinstieg und ja, holt da keinen. Da den ersten, da den zweiten, da den dritten, da den vierten, da den fünften, da den sechsten nochmal. Dann nochmal hier den 7. und da nochmal den 8. Auf jeden Fall echt geiler Sniper-Clip, meiner Meinung nach. Vor allem der erste Kill, wie er den geholt hat. Ohoho, übel nice. Und ja, das war's dann auch heute von der Top 5 Plays Episode Nummer 16. Ich hoffe, sie hat euch wie immer gefallen. Und ja, falls ihr irgendwelche Clips oder so einschicken wollt, könnt ihr das gerne per YouTube privater Nachricht oder Skype machen. Ihr müsst das einfach bloß auf YouTube ungelistet hochladen und uns den Link halt per Skype oder privater Nachricht auf YouTube schicken. Je nachdem, wie ihr das denn haben wollt. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Freitagabend oder eine schöne Nacht, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.